Wir haben jetzt Christian Heidel in der Leitung, den Erfolgsmacher von Mainz 05. Schönen guten Morgen, Herr Heidel. Morgen, Herr Heidel. Morgen nach Berlin, glaube ich. Ja. Tabellendritter, das klingt sehr gut. 0-0 gegen Freiburg, ja, reicht es denn für einen Europacup-Aspiranten? Ja, ich wundere mich nicht, dass die Frage gleich so gestellt wird. Also A, ich glaube, dass wir mit diesem Spiel zufrieden sein können. Wir haben das so ein bisschen in der Art auch erwartet. Freiburg ist ganz, ganz schwer zu knacken. Nicht umsonst haben sie bislang kein Spiel verloren. Als Europacup-Aspirant fühlen wir uns nicht, weil wir schon auf die Tabelle schauen, auch ganz am Anfang, weil da steht 5 Spiele. Und das sagt, glaube ich, alles aus. Nun hatte Christian Streich im Vorfeld des Spiels gesagt, also Mainz müsste mit der Klasse locker um Europa mitspielen. Gestern nach dem Spiel hat er es wieder eingefangen und gesagt, er hätte den größten Scheiß geredet, es hätte ihm sehr leid. Aber vielleicht hat er ja recht in der Sache, oder? Also er kam nach dem Spiel auch zu mir. Ich glaube, er hat sich bei fast jedem, den er im Stadion getroffen hat, entschuldigt. Das war gar nicht notwendig, weil wir das ja überhaupt nicht böse irgendwie aufgefasst haben. Das gehört dazu. Wir wissen, wie es gemeint war von Christian. Das ist also alles in Ordnung. Aber wir machen uns damit wirklich darüber überhaupt keine Gedanken. Wir haben den 5. Spieltag. Nicht mehr und nicht weniger. Und also wir wissen schon, wie diese Liga funktioniert, was da alles passieren kann. Wir möchten eine gute Saison spielen. Und was gut ist, wird sich im Laufe der Saison eben erst herausstellen. Trotzdem, Herr Heidel, Sie haben eine super Rückrunde gespielt in der letzten Saison. Sie haben jetzt nahtlos angeknüpft. Sie sind Dritter. Es wird ganz viel von der Verzwergung der Bundesliga gesprochen. Ihnen kann es ja gleich sein oder sogar recht. Hat das was damit zu tun? Also ich kann Ihnen sagen, Sie waren ja im Stadion, ich war vor dem Fernseher, habe die Konferenz gesehen. Und wenn ich mal die 7 Tore von Bayern weglasse, sind in den anderen Spielen ist nur ein einziges Tor gefallen. Also ein wenig macht man sich schon Sorgen um das Niveau und die Qualität der Bundesliga. Wie sehen Sie das? Auch wenn Sie davon gerade profitieren möglicherweise. Ja, also ich glaube, das hat zunächst mal mit Niveau nichts zu tun, sondern es sind die 18 Mannschaften in der Bundesliga, die sich dafür qualifiziert haben. Und es sind manche andere Vereine eben nicht in der Bundesliga, weil sie sich nicht dafür qualifiziert haben. Also ich glaube, das hat damit zunächst mal nichts zu tun, dass momentan eine ganze Reihe von illustren Namen nicht in der Bundesliga sind, ist klar, das tut weh. Also ich bin ja auch Fußballfan und wenn ich mir dann Bremen gegen Hamburg gestern Abend angeschaut habe, dann hat man das Gefühl natürlich, das ist Bundesliga. Aber das ist, glaube ich, nicht nur in Deutschland so, das ist überall so. Dort, wo gute Arbeit geleistet wird, dort wird auch Qualität auf den Platz gebracht. Also wenn Sie jetzt sagen, ja, fehlende Qualität, wir haben von den letzten 22 Spielen, glaube ich, 3 verloren. Und wir haben gegen die alle gespielt, die dann diese Qualität haben. Also das würde ich jetzt so nicht sehen, aber ich weiß, was Sie meinen. Es sind jetzt kleinere Clubs, viele kleinere Clubs in der Liga und ein paar große Namen fehlen. Ich habe Sie ja ausdrücklich ausgenommen, auch Mainz, mit der Rückrunde in der letzten Saison. Dass Sie sich noch gerettet haben, Sie waren, glaube ich, bei Halbzeit Letzter und eigentlich hoffnungslos abgeschlagen und sind drin geblieben. Das war schon aller Ehren wert. Also ich habe Sie damit nicht gemeint. Ich meinte die Bundesliga generell. Ja, ich meine, wenn es jetzt so ein Ergebnis gibt wie 7-0, kann man natürlich gleich leicht sagen, ja, der Unterschied ist zu groß. Also ich glaube, das ist gegen Bayern München anderen Mannschaften leider auch schon passiert, dass man da eine Klatsche bekommt. Bochum ist ein Aufsteiger. Wir haben gegen Bochum gespielt. Ich kann nur eines sagen, da haben sie brutal aggressiv gespielt. Die haben das richtig gut gemacht. Wir haben verdient in Bochum 2-0 verloren. Das war eine dieser 3 Niederlagen gegen einen vermeintlichen Kleinen. Das ist in der Bundesliga eben so. Aber ich würde jetzt nicht gleich, weil so ein Ergebnis kommt, jetzt davon ausgehen, dass das großen Clubs nicht passieren kann. Also ich kann mich an Ergebnisse des HSV in München erinnern. Ich glaube, da sind noch mehr Tore gefallen. Ja, das passiert. Aber es ist ja kein Zufall, denke ich mal, dass die kleineren Clubs, die schlankeren Clubs wie Mainz, es den großen alten Clubs wie Schalke, wie dem HSV und Werder Bremen vormachen, wie es funktioniert. Was können die denn von Mainz zum Beispiel lernen und anderen, Freiburg auch natürlich, anderen kleineren, erfolgreichen Clubs? Also das Letzte, was wir machen wollen, ist uns in irgendeiner Art und Weise als Oberlehrer aufspielen. Was machen wir besser, was machen die anderen schlechter? Weil man das teilweise überhaupt nicht vergleichen kann. Also ich hatte ja auch die Erfahrung, in einem großen Club zu arbeiten. Da muss man klar sagen, das ist was anderes wie in einem Club jetzt wie Mainz. Weil zum Beispiel bei Schalke, egal was passiert, alles ist bundesweit, alles ist riesengroß. Aus jeder Mücke wird ein Elefant gemacht. Und eines haben die großen Clubs, glaube ich, alle gemein. Es ist ganz, ganz schwierig.
schwierig, mit Schwierigkeiten umzugehen, mit Krise umzugehen. Das ist in den vermeintlich kleineren Clubs schon etwas einfacher, weil dieses ganze Spektakel so in der Art nicht da ist. Aber dass ich jetzt anfange zu sagen, ja, wir machen das gut und das machen die anderen falsch, muss ich sagen, das wäre nicht korrekt und das ist auch nicht mein Stil. Jetzt haben Sie selbst Schalke angesprochen, Herr Heidel. Es gibt im Verein bei Schalke 04 einige, die Sie mitverantwortlich für den Abstieg machen. Ihre Zeit hätte praktisch die Negativspirale in Gang gesetzt. Wie sehen Sie das heute? Wie würden Sie das beurteilen? Also eigentlich will ich nicht über Schalke reden. Das habe ich nicht gemacht seit dem Tag, als ich mich entschieden habe zu gehen. Aber ich will das mal an einem Faktum erklären. Ich bin weggegangen, ist fast 3 Jahre her jetzt, im Februar 2019. Ich bin deswegen weggegangen, weil ich den Eindruck hatte, dass wir diese Unruhe nicht in den Griff bekommen und wollte eigentlich dadurch bewirken, dass der Club in Ruhe arbeiten kann und sportlich wieder ins Lot kommt. Ein Jahr nach meinem Weggang, ein Jahr danach, stand Schalke auf einem Champions-League-Platz. Und dann ist im Januar 2020 auf einmal eine Serie gestartet worden, ich glaube von 30 oder 31, weiß ich gar nicht mehr genau, Spielen ohne Sieg. Jetzt muss mir nur einer erklären, was war denn in dem Jahr, nachdem ich weggegangen bin. Schalke mit David Wagner, es hat alles wunderbar geklappt. Man stand auf dem Champions-League-Platz. Und dann zu sagen, nach einem Jahr, jetzt ist der dran schuld, der vor über einem Jahr weggegangen ist und dieses Jahr, dieses erfolgreiche Jahr vergessen wir. Also da muss man doch merken, da passt doch irgendetwas nicht zusammen. Ich werde da nie was dazu sagen, warum das so passiert ist, weil ich einfach nicht mehr da war. Aber sicherlich sind auch Fehler passiert in der Zeit nach mir. Es sind auch Fehler passiert während meiner Zeit. Aber ich möchte nur daran erinnern, dass wir 5 Monate vor meinem Weggang oder 6 Monate davor Vizemeister waren mit 8 Punkten Vorsprung. Wir sind durch die Vorrunde der Champions League marschiert. Und dann kam eine schwierige Phase. Ich glaube, bis zum heutigen Tag, dass Schalke 04 einen sehr, sehr überragenden Trainer mit Domenico Tedesco hatte, der eine schlechte Phase hatte in der Saison 18-19. Jürgen Klopp war mal Tabellenletzter in der Runde und gewinnt anschließend die Champions League. Ich hätte das gerne in der Art weitergemacht, das hat nicht sollen sein, aber jetzt zu sagen, was da vor 2 Jahren passiert ist, nachdem ich schon ein Jahr weg war, dass ich damit was zu tun habe, finde ich ein bisschen weit hergeholt, aber damit muss man. Sie sagen, Sie hätten wegen der Unruhe in Schalke aufgegeben. Was meinen Sie damit? Worauf führen Sie das zurück? Sie haben doch zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, mit Clemens Tönnies, der damals hier im Amt war, sehr vertrauensvoll und gut zusammengearbeitet. Oder ist das falsch? Ich habe bis zum heutigen Tag das allerbeste Verhältnis zu Clemens Tönnies und ich darf sagen, das ist mein Freund. Der ist mein Freund geworden auf Schalke. Unruhe kam wo ganz anders her. Also müssen Sie auch in den Spiegel ein bisschen schauen. Ich habe eine klare Philosophie. Man kann nur erfolgreich arbeiten aus einer Position der Stärke, insbesondere bei einem Club wie Schalke 04. Wenn Sie aber auf einmal Sachen in der Zeitung lesen müssen, die mit der Wahrheit nicht allzu viel zu tun hatten, dann wird Ihre Position geschwächt. Deswegen sage ich nicht, dass die Medien dran schuld sind. Überhaupt nicht. Aber meine Position war nicht mehr so, wie sie 3, 4 Wochen vorher war. Und dann muss man genau überlegen in einem Club wie Schalke. Und ich habe mich dann entschieden, diesen Weg zu gehen. Schalke 04 hat an Christian Heidelicht 1 Cent Abfindung bezahlt. Ich habe mein Amt zurückgegeben, weil ich glaube, es war zu diesem Zeitpunkt die einzige Chance, diese Unruhe aus Schalke wegzubekommen, dass sie ein Jahr später, und es war ja auch so, aber dass sie ein Jahr später wiederkommt, hat jetzt mit mir, glaube ich, ganz, ganz wenig zu tun. Herr Heidel, Sie haben gerade von der Unruhe gesprochen. Wenn Sie ein Jahr Schalke mit einem Jahr... Aber entschuldigen Sie, jetzt darf ich Herr Straten, ohne jetzt unfreundlich zu sein, aber wir hatten hier ein Gespräch vereinbart über die Lage der Liga und über Mainz 05. Und jetzt reden wir seit 5 Minuten über Schalke 05. Jetzt, ich glaube, das passt. Wollte ich gerade die Kurve zurück zu Mainz kriegen. Entschuldigung. Ein Jahr Schalke gegen wie viele Jahre Mainz ist das von der Kraft, die es kostet? Sie sagten, in Mainz können Sie, glaube ich, ruhiger arbeiten. Gibt es da 1-3, ein Jahr Mainz ist ja, 3 Jahre? Also das ist auch anstrengend, das kostet auch Kraft, das ist ja gar keine Frage. Aber Schalke, Dortmund, Bayern, die großen Vereine, ist natürlich eine andere Dimension. Es spielt sich einfach wesentlich mehr in der Öffentlichkeit ab. Der Druck ist natürlich wesentlich größer, aber ich glaube, das weiß jeder.
Jetzt scheint es ja irgendwie in Mainz ein Nest zu geben von guten Trainern. Sie haben ja, glaube ich, den einzigen Verein, soweit ich weiß, der 2 Champions-League-Sieger-Trainer rausgebracht hat mit Jürgen Klopp und Thomas Tuchel. Und jetzt haben Sie mit Bo Svensson ja offenbar wieder einen tollen Trainer erwischt. Sind Sie der Trainer-Scout schlechthin? Wieso haben Sie mit Trainern immer so ein Riesenglück? Und wieso wachsen die immer in Mainz? Tja, das ist glaube ich, nicht ganz so einfach zu beantworten. Ich glaube, es hat viel mit Mut zu tun. Wenn man das Gefühl hat, hier ist ein Trainer, ein junger Trainer, der das hat, was ein Trainer braucht, muss man den Mut haben, so einen jungen Trainer auch reinzuwerfen. Natürlich, heute sagen alle, Jürgen Klopp, ja, ist ja kein Wunder, aber wir haben Jürgen Klopp damals von Montag auf Dienstag vom Spieler zum Trainer gemacht. Wir haben mit Thomas Tuchel den U19-Trainer 3 Tage vor Bundesliga-Start zum Cheftrainer gemacht und den Aufstiegstrainer damals beurlaubt. Und wir haben ihn in der vielleicht schwierigsten Phase, die Mainz 05 in den letzten 20 Jahren erlebt hat, auch mit Bo Svensson einen unerfahrenen Trainer nach Mainz geholt. Jetzt bekommt man auf die Schulter geklopft, aber wenn es eben nicht funktioniert hätte, ja, ich glaube, dann würden wir jetzt über etwas anderes sprechen. Und dafür braucht man einfach den Mut, aber auch den Glauben, dass dieser Trainer die beste Möglichkeit für den Verein und für die Mannschaft ist. Und das muss ich sagen, das war im Dezember, als die Gespräche mit Mainz begonnen haben, war das ganz klar mein Gefühl. Wenn wir noch eine Chance, eine Mini-Chance haben, dann brauchen wir einen Trainer, der diesen Verein kennt, der die Menschen kennt, der dieses Umfeld kennt und der die Qualität hat. Und da war ich mir bei Bo, weil ich ihn schon sehr, sehr lange kenne, einfach sicher. Wenn Sie sich einen Trainer zurückholen könnten, irgendwann mal, Klopp oder Tuchel? Die Frage wurde mir sehr, sehr häufig gestellt, aber ich glaube, sie ist nicht ganz fair. Ich zähle beide zu den 3 besten Trainern der Welt. Und ich bin momentan mit meinem Trainer Bo Svensson sehr, sehr glücklich. Wir haben gerade von Steffen Baumgart gelernt, dass man immer das Positive in den Vordergrund stellen sollte und nicht das Negative. Nochmal, zur Halbzeit der letzten Saison waren Sie Tabellenletzter, abgeschlagen, jetzt sind Sie Dritter. Wie haben Sie das gemacht? Was sind die Gründe? Liegt das nur am Trainer oder haben Sie noch andere Dinge in die Wege geleitet, die zu dem Aufschwung geführt haben? Wenn Sie nur 6 Punkte holen, also es waren da, glaube ich, 7 Punkte bis zum Ende der Vorrunde, dann ist natürlich in jedem Verein der Welt ist Unruhe drin und sie kommen in eine Spirale, aus der sie ganz, ganz schlecht rauskommen. Deswegen war uns im Dezember völlig klar, dass wir im Endeffekt nahezu alles verändern müssen. Wir mussten einen neuen Trainer holen, damit die Mannschaft wieder Vertrauen finden kann. Es war von heute auf morgen glücklicherweise Ruhe im Club. Wir hatten nichts mehr zu verlieren und sind an die Sache rangegangen. Die Mannschaft hat innerhalb einer Trainingswoche das Vertrauen zu diesem Trainer gefunden, zu diesem gesamten Trainerteam. Wir haben, ich glaube, unzählige Gespräche geführt. Und es ging immer nur um eines. Es ging um Vertrauen in das, was wir tun. Und es ist nicht so einfach, wenn sie mit 7 Punkten auf dem 18. Platz stehen. Aber die Mannschaft hat es sehr, sehr gut aufgenommen, ist diesen Weg gegangen. Wir haben Veränderungen im Kader vorgenommen. Und auf einmal hatte man das Gefühl in Mainz, obwohl keine Zuschauer ins Stadion durften, die ganze Stadt steht wieder hinter dieser Mannschaft, hinter diesem Verein. Das war das Gefühl, was uns in den Jahren zuvor immer stark gemacht hat. Und dann kommen sie in so einen Lauf rein, dann haben sie auch das notwendige Glück. Aber ich glaube, wir haben uns diesen Klassenerhalt sehr, sehr hart erarbeitet. Aber man darf eines nicht vergessen, wir haben natürlich in diesen 6 Monaten auch sehr, sehr viel getan. Wir haben 34 Kaderveränderungen vorgenommen. Mit Veränderungen meine ich Also Spieler sind gegangen, Spieler sind gekommen, Verträge wurden verlängert, Verträge wurden nicht verlängert, Spieler sind gegangen. 34 Mal Einwirkung. Und das Ergebnis ist jetzt diese Mannschaft mit vielen, vielen guten Spielern, die schon zu dem Zeitpunkt da waren, als ich erst gekommen bin, mit Leuten, die wir dazugeholt haben. Das passt charakterlich einfach gut. Und dann spielt man so Fußball, wie wir es momentan spielen. Und wir hoffen, dass wir es noch eine Zeit lang so durchziehen können. Herr Heidel, der Mainz 05 ist ein investorenfreier Verein. Das Bundeskartellamt hat entschieden oder der Liga empfohlen, entweder alle gleich behandeln, das heißt keine Sonderrechte für die sogenannten Werksclubs Hoffenheim, Wolfsburg und Leverkusen,
Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man hebt 50 plus 1 komplett auf oder man wirft die drei aus der Bundesliga raus. Oder die müssen andere Lösungen von der Struktur her finden. Was ist denn Ihre favorisierte Lösung? Alle drei raus oder 50 plus 1 aufheben oder zumindest allen die gleichen Bedingungen schaffen? Genau die Mitte zwischen diesen beiden Dingen. Ich bin ganz, ganz sicher, dass es eine Lösung gibt, ohne eine der beiden Extremen in Anspruch nehmen zu müssen. Die Fehler wurden ja in der Vergangenheit gemacht und nicht jetzt. Ich muss sagen, ich finde es schon kritisch, einem Club, der diese Sonderregel vor vielen, vielen Jahren von der DFL zugestanden bekommen hat, jetzt nach langer Zeit auf einmal zu sagen, und jetzt zählt die nicht mehr und jetzt musst du aus der Bundesliga raus. Das würde ich nicht in Ordnung finden. Wir haben damals alle ein bisschen daran gezweifelt, dass die Lex Wolfsburg richtig war, weil der große Unterschied zur Lex Leverkusen ist einfach, dass Bayer Leverkusen schon immer ein Werksverein war, das es gar nicht anders gab. Und das war beim VfL Wolfsburg, als VW dort eingestiegen ist, natürlich etwas anderes. Trotzdem ist man diesen Weg gegangen, da muss man auch dazu stehen. Und ich hoffe sehr, dass wir gemeinsam eine Lösung finden, mit der alle leben können. Ich hoffe, dass 50 plus 1 bestehen bleibt. Aber ich sitze jetzt hier nicht und sage, ich würde mir wünschen, dass die genannten Clubs aus der Bundesliga raus müssen. Wie soll denn dieser Mittelweg aussehen, Herr Heidel? Ich sehe da keinen. Wie soll denn dieser Mittelweg aussehen? Das müssen wir schauen. Den kann ich Ihnen momentan auch nicht sagen. Es gibt viele, viele Experten, die jetzt am Tisch sitzen, die hoffentlich einen Weg finden, den das Kartellamt akzeptiert, den die Liga akzeptiert. Aber den wird keiner aus dem Ärmel schütteln. Also ich würde es sehr bedauern, wenn jetzt so eine Lösung kommt, dass wir sagen müssen, wir müssen jetzt 50 plus 1 abschaffen, damit die Clubs drin bleiben. Da hoffe ich, dass es eine andere Möglichkeit gibt. Gut, Thema wird uns, glaube ich, noch ein bisschen länger begleiten. Und ich hoffe auch, dass wir Sie noch mal hier entweder zugeschaltet oder in Berlin am Tisch begrüßen dürfen. Vielen Dank. Alles Gute, Herr Heidel. Alles Gute. Und danke auch. Schauen wir mal, wie lange Mainz 05 die Bundesliga von oben anschaut. Da sind wir wieder. Mal gespannt, ob das Kartellamt bzw. die Liga eine Lösung in der Kartellamt. Ich bleibe dabei, diesen Mittelweg sehe ich nicht. Also ich glaube, dass die drei Clubs, die du genannt hast, dass sie ihre Strukturen etwas verändern müssen. Aber es ist ein Riesenproblem und das wird der neuen Direktorin der DFL, glaube ich, die erste schwierige Aufgabe, die Donata Hopfen auf dem Tisch hat, wird diese Frage sein. Das ist eine richtig schwere, eine bleischwere Frage.